Gut, jetzt haben wir Timo gerade gesehen, wie er aktuell mistet. Jetzt würde ich gerne mal einen etwas genaueren Blick auf den Mistroboter werfen. Dazu möchte ich Peter Prinzing bitten, den live zu kommentieren, wie die funktionieren. Wir hatten da ja zwei Modelle, wie Frau Speidel gesagt hat. Einmal einen, der wirklich den Mist schiebt und der andere, der den Mist auch aufnimmt und in der finalen Version dann einfach zum Misthaufen fährt und sich selber entleert und dann gemütlich weiter durch den Offenstall fährt. Ich denke, das ist ein ganz spannender Ansatz, weil gerade beim Misten ist das halt ein sehr zeitintensives Geschäft. Hier nochmal kurz zur Bodenbeschaffenheit und da das Modell mit dem Schieben. Ja, also dort sieht man jetzt also den grundsätzlichen Tribut, der aus dem Milchviehstallbereich kommt, mit einem angebauten Räumschild, das auch aus der Standardversion kommt, und dahinter angeordnete Besen, die in dem Fall jetzt doch noch etwas sehr weich ausgestattet sind. Und da ist es also so, da gibt es noch anhand dieser Testreihe noch Verbesserungspotenzial. Man muss jetzt allerdings nicht denken, dass der Preboot manchmal ein bisschen unsicher läuft. Er schaukelt, weil hier an dieser Rückseite haben wir bisher immer Lenkrollen dran als Abstützung. Und durch diese Öffnungen im Boden, da sinkt er immer wieder mal ein in diese Rillen oder Bleche. Und das führt dann dazu, dass er also schaukelt. Wir haben also dort bei solchen Böden auch schon Platten eingeführt, als Abstützung genommen, wodurch, man sieht das jetzt hier auch, da ist er also aufgelaufen dann an dem Stützrad. Und das ist jetzt bereits die neuere Variante mit dem Lader, ja, wo also dann über so eine Trommelwelle mit Gummilappen das einschleudert in diesen Behälter. Und das dunkle Schild vorne dran, das ist so ein provisorisch noch angebaut, haben wir bei dem im Milchviehstall auch grundsätzlich dran, weil wenn dort jemand steht oder angefahren wird, auch an der Wand oder Kante oder sowas, dann bleibt das Gerät stehen und hat eine bestimmte Logik. Wenn er links oder rechts ein Hindernis hat, weicht er dann auch aus. Und die Schnüre sind jetzt hier nur dran zum Entleeren. Wir haben da einen Schieber innen vorgesehen zum Entleeren dieses Behälters, sodass dort später noch ein Antrieb reinkommen kann, um diesen Schieber nach vorne zur Entleerung zu bewegen. Das ist jetzt also intern in dem Behälter. Wie funktioniert denn das, oder wie ist es geplant, wenn ich den Mistroboter einfach in offenen Stall reinstelle? Merkt er sich dann den Weg oder muss ich irgendwelche Begrenzungen machen? Nein, also es ist so, Begrenzungen, die jetzt ziemlich nieder sind, da ist also so, dass im Standardgerät sind dann noch Zapfen, die nach unten geführt werden, wo das Gerät grundsätzlich auch bis auf eine Höhe von so 6, 8 Zentimeter dann durch dieses Tastschild auch gesteuert wird, weil wir haben dort als Steuerung einmal diese Abtastung. Und dann zusätzlich bei dem Multirob-Version, also mit diesem Dunklader, ist dann später auch noch ein Lasersensor dran, der die Objekte aufnimmt bei dem ersten Einfahren, also ersten Teach-Betrieb. Da wird dann quasi eine Karte erzeugt, wo der Roboter dann sich an dieser Karte orientieren kann, weiß dann auch, wo die Ladestation steht und wie er dann dort wieder zurückkommt. Wenn jetzt so Pfosten sind oder so, dann kann er die ganz direkt über diese Abtastung umfahren. Wenn Wände sind, dort geht er entlang dieser Wände und gut kleine niedere Abtastungen, kleine niedere Behälter oder sowas, wo jetzt auf dem Boden stehen, die würde er unter Umständen mal mit wegnehmen. Also schiebt er dann einfach mal mit rein. Bei der Paddelversion, also Multirob, der es dann aufnimmt, ist es natürlich so, dass wir dort eine verhältnismäßig niedere Einlassöffnung haben für diesen Mist, um keine größeren Gegenstände quasi in den Dungraum reinzuschleudern.
Okay, jetzt kam nochmal die Frage, wie laut das Gerät ist. Beim Film hat man es ja schon ein bisschen gesehen, durch das Aufschlagen der Lippen auf dem Boden kommen da etwas Rotorgeräusche mit rein. Das hat sich jetzt aber herausgestellt, dass die noch etwas sehr stark auf dem Boden aufschlagen. Die sollten eigentlich am Boden eher etwas frei hängen. Das heißt also, die Lippen, die muss man dann etwas niedriger einrichten, eben etwas niedriger machen, dass etwas höher abschneiden, ja, dass sie also nicht auf den Boden aufschlagen. Aber sonst insgesamt ist also schon auf jeden Fall unter 80 dBA. Was ich auch bei unserem Experiment am Rappenhof ganz spannend fand, den Pferden war es eigentlich relativ egal. Die schauten interessiert, ja, wie das, was da so Neues durch ein Paddock fährt, aber es gab da keine erschrockenen Pferde, die panisch davongelaufen sind. Ich weiß nicht, wie ist da euer Eindruck, Andrea und Timo? Ja, die waren eigentlich entspannt. Also die sind in der Bewegungsstall sowieso relativ locker, die Pferde, egal mit was man da reinkommt. Und also ich denke nicht, dass das ein größeres Problem wäre. Eher, dass die Pferde vielleicht zu forsch wären und irgendwelche probieren, mit den Füßen da drauf klopfen und das zu untersuchen, aber da hat der Herr Prinzen ja schon gesagt, dass oder uns, dass die Kühe das wohl auch ab und zu probieren und bisher das Teil noch standhält. Ja, also bei den Rindern ist es schon öfters vorgekommen, dass die direkt übers Gerät kommen. Bei dem kleinen Gerät, bei dem großen schaffe ich es natürlich auch nicht mehr ganz. Aber das ganze Gerät ist natürlich so ausgelegt, bis auf diese Prototypausführungen, dass also dort dann auch keine Verletzungen auftreten, weil dann alle Kanten, die oder Flächen, die dann dort auftreten, die sind dann so gelöst, dass sie etwas schräg abfallen, dass sie also auch nicht mit den Hufen oder sonst was irgendwo hängen bleiben können. Vielleicht ergänzend dazu von meiner Seite noch, wir hatten, das haben Sie vielleicht im Hintergrund gesehen, die Pferde zum Teil mit den Pia-Vita-Bauchgurten versehen, um die Herzfrequenzen zu ermitteln. Die Ergebnisse stehen noch aus, aber die optische Wahrnehmung auch von unserer Seite war, dass die Pferde sich da wirklich nur interessiert gezeigt haben und auch so kein Stress aufgekommen ist. Wie gesagt, die Auswertung wird noch kommen. Wir werden das auch in den anderen Betrieben noch testen, wo die Möglichkeiten bestehen, sodass wir sagen können, und dann auch wissenschaftlich belegt sagen können, ob das einen Einfluss hat oder nicht. Unser erster Eindruck war auch ganz klar, dass das kein Problem darstellt. Da sind noch zwei Fragen im Chat. Zum einen, wie viel Meter pro Sekunde schafft der Roboter und wie viel Fläche kann man damit insgesamt kehren? Die Laufgeschwindigkeit jetzt bei diesem Milchroboter quasi, Milchviehroboter, ist bis bei 4 Meter pro Minute. Wir haben aber jetzt gesehen, dass man in diesem Bereich dann ruhig mit 6 Meter pro Minute auch arbeiten kann. Die Leistung, was er schafft, das hängt natürlich jetzt etwas von der Breite ab. Originelle Gerät, was jetzt also dann kommt, das wäre also 1,60 Meter breit, so dass man also dort ruhig von 400 bis 500 Quadratmeter rechnen kann, wo er in einer Tour schaffen kann. Und dann ist es ja so, die Roboter sind ja mit einer Programmsteuerung ausgestattet, wo man die Zeiten, also und Routen eingeben kann. Man kann verschiedene Routen dann natürlich programmieren in verschiedenen Bereichen pro Stunde beispielsweise. Und dann läuft es jeden Tag in diesem Bereich dann so ab, dass man also die Zeiten und die Routen pro Start dann eben definieren kann. Okay. Dann noch eine Frage zum Untergrund, ob der Roboter auch auf festem Mineralgemisch abäppeln kann oder nur auf so richtig befestigten. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also er ist grundsätzlich für befestigte Flächen geplant und hat dann auch natürlich etwas Probleme, wenn er jetzt einen losen Untergrund hat, weil es ist also kein Gerät, das jetzt also so in Ackerbereifung oder sowas einzusetzen ist, weil das Schild selber muss auf dem Boden gleiten können. Also das, wir brauchen eine Auflagefläche, wo das gleich reingeht. Und ich denke auch genau, was, wenn man mit einem Lader da mal richtig tief reingeht, dann ist er halt irgendwann mal im Boden drin. Und dann geht's nicht mehr weiter. Und deswegen, also man muss schon eine Ebene haben, dass man dort also eine sichere Räumung dann erreichen kann. Dann kam noch eine Frage zur Laufzeit, beziehungsweise auch, was an dem Roboter
gewartet werden muss? Die Laufzeit pro Tag ist jetzt mal so kalkuliert, dass man so 15, 16 Stunden arbeiten kann und dementsprechend so 8, 9 Stunden Ladezeit zur Verfügung hat. Von der Erwartung her, was also jetzt bei den bisherigen Robotern eigentlich zu sehen ist, sind sie sehr unempfindlich, weil es sind also Motoren, die also jetzt schon lange erprobt sind, also keine Schleifringe mehr drin, wo also ständig gewartet werden müssen. Und auch die Bereifung hat eigentlich kaum einen Abrieb, weil wir ja nicht über irgendwelche Lasten die Steuerung übernehmen, sondern sobald wir haben dann extra dieses Tastschild dran, wo über den Widerstand dann nur durch die Person oder durch die Pferde dann gestoppt wird, ohne dass erst der Motor überlastet werden muss, um die Last zu messen. Und das ist eine Besonderheit bei unseren Geräten, weil wir gerade diese Abtastung ja auch damals schon patentieren ließen. Ja, also vielen Dank. Ich finde das eine wirklich ganz, ganz spannende Entwicklung für Pferdebetriebe, gerade für die Offenstelle, dass man da einfach ja, sich sehr, sehr viel Zeit und auch Muskelkraft sparen kann. Ich denke, da mit solchen Techniken und Entwicklungen wird das Leben für Betriebsleiter etwas leichter und beziehungsweise auch ihre Mitarbeiter. Könnten Sie kurz noch was zur Entleerung sagen? Wie funktioniert die? Ja, also die Entleerung ist gerade wie vorhin angeschnitten. Man hat in dem Behälter, kommt dann also auch in dem kompletten Gerät, seinen Schieber rein, also wo den gefüllten Bereich nach vorne abschiebt. Und dann läuft diese Paddelwelle, wird dann in umgekehrter Reihenfolge, also umgekehrter Umdrehung betrieben, sodass das Material, was zu der Welle geschoben wird, dann rausgeschleudert wird. Wie alternativ bei dem Gerät, wo dann beim Milchviehstall auch mit geplant ist, weil das eben gerade ein Multifunktionsgerät eigentlich geben wird, ist es natürlich so, dass man auch einen Abwurf in eine Öffnung nach unten vorsehen kann. Aber bei dem trockenen Pferdemist, wo also kein geschlossener Behälter für Jauche oder Gülle und so weiter alles mit berücksichtigt werden muss, da hätten wir es also jetzt in dem Moment, und das haben wir ja auch im Hof mal getestet, dass man den Mist dann wieder aus dem Raum rausschleudern kann. Dann noch eine Frage von mir, Herr Prinzing. Wann schätzen Sie denn, ist das Produkt dann auch wirklich marktreif? Ja, also bei uns ist es so, der Multirob-Gerät haben wir ja schon vor 2 Jahren als Eurotier präsentiert in dieser Konzeption zum Reinigen und Einstreuen. Aus dieser Konzeption sind die ganzen Steuerungen und Entwicklungen schon weitergelaufen. Allerdings hat sich jetzt es doch ein bisschen gewandelt, also nicht zum Einstreuen, sondern zum Rausnehmen vom Mist noch. Und das Gerät ist also schon im Design und im Vorentwurf eigentlich fertig. Oder die nächsten Tage ist gerade voll die Fertigstellung. Und so rechnen wir, dass wir mit dem ersten funktionsfähigen Prototyp im Herbst zumindest noch in der Endversion fahren können. Da kamen noch weitere Fragen im Chat, ob es für den Prebot schon Preise gibt. Ich denke aber nicht, weil es noch ein Prototyp ist. Gut, bei dem heutigen Prebot, der jetzt rein für die Milchwirtschaft gedacht war, ohne diese speziellen Beseneinrichtungen, da liegen wir also heute bei 16.000 Euro. In dieser Ausstattung mit besseren Besen und so weiter, da werden wir so bei 20.000 ankommen. Und bei dem Multirub, der da noch präsentiert wird, da liegen heute noch keine Preise vor. Da muss man die Endentwicklung erst noch weitermachen. Dann noch eine letzte Frage, ob es bei Pfützen Probleme gibt, ob er da durchfahren kann, beziehungsweise beim Absammeln, dass dann was hängen bleibt, wenn es einfach ein bisschen feuchter und klebriger wird. Also rein theoretisch muss man jetzt sagen, ist es auf jeden Fall auch für Flüssigkeit geeignet. Wir verwenden ja das ähnliche Thema, haben wir schon im Milchviehstall auch getestet, soweit kann man schon mal sagen. Da wird das ganze Ding in einen Behälter gefördert. Und Flüssigkeit wird durch diesen Schwung und diese Bewegung der Gummilippen auf jeden Fall mit reingenommen.
Was dann allerdings ist, wenn das Gerät stehen bleibt und so, wird das je nach Stellung der Welle natürlich auch mal wieder etwas auslaufen. Weil das ist keine Wanne in diesem Bereich, sondern das ist ein ganz ebener Boden für den Transport. Und solange das Gerät läuft, bleibt es auf jeden Fall in dem Behälter. Aber irgendwo an einem Standort könnte das auslaufen.